Gegen Alzenau im sicheren Mittelfeld geht es für Griesheim um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Der Start gehört jedoch den Gästen in Blau. Mazzondo gegen 2 tankt sich schön durch. Burger steigt ihm auf den Fuß. 11 Meter für Alzenau. Den schießt Knomuth. Soserski hat die Ecke, kommt aber nicht mehr ran. Dusan Knomuth setzt seinen Lauf fort. Am Samstag gegen Fernwald hat der Serbe einen Doppelpack erzielt. Am Ende unterlag Alzenau jedoch mit 3:2. Heute geht es schon mal mit einer Führung in die Pause und auch nach dem Seitenwechsel startet Alzenau besser. Fächer kann hier viel zu leicht passieren, lässt Arslan hinter sich, der ihm dann in die Hacke tritt. Schiedsrichter Hauser bleibt keine andere Wahl, als wieder auf den Punkt zu zeigen. Griesheim stellt sich da zweimal defensiv nicht gut an und bekommt zweimal die Quittung dafür. Knomuth war ja schon erfolgreich vom Punkt und darf jetzt nochmal schießen. Wieder hat Soserski die Ecke, aber bei einem so starken und platzierten Schuss ist er machtlos. 2:0 für die Bayern. Alzenau mit der komfortablen Führung im Rücken jetzt nicht ganz konzentriert im Spielaufbau, während Griesheim presst. Aul vertändelt den Ball und trifft dann Aikia am Oberschenkel. Schon wieder ein Strafstoß, diesmal auf der anderen Seite. Aikia gegen Endres. Abgewehrt, Aikia freies Netz. Ist das bitter? Die Viktoria, die heute unbedingt punkten muss, mit Nervenflattern vom Punkt. Doch Griesheim gibt nicht auf und profitiert wieder von einem Alzenauer Fehler. Igri, toller Lupfer, stumpf. Oriana übernimmt mit viel Willen zum wichtigen Anschluss. Noch eine knappe halbe Stunde auf der Uhr. Griesheim drückt weiter und bekommt einen Einwurf auf Strafraumhöhe. Burger bringt den weit, Alzenau kriegt den nicht raus. Davon profitiert Aslan, die Viktoria gleicht aus. Auch wenn das lange nicht abzusehen war, Griesheim ist zurück im Spiel. Diese Euphorie nimmt der SC mit in die Nachspielzeit. Ecke in Spielminute 90+3. Alzenau kriegt den wieder nicht raus. Schumacher auf Aslan! Ekstase in der Nachspielzeit. Ein erneuter Stich ins Alzenauer Herz. Schon am Samstag hat Alzenau mit 3:2 verloren. Auch da fiel der Siegtreffer in der Nachspielzeit. Griesheim beweist nach einem 2-Tore-Rückstand Moral und feiert einen ganz wichtigen Heimsieg im Abstiegskampf.